Jetzt am Wort Christoph Steiner, FPÖ Tirol. Bundesräte, Herr Minister, liebe Zuseher zu Hause. Seit dem Frühjahr 2020, also seit ganzen 9 Monaten, begleitet uns Corona bei all unseren Entscheidungen. Bei vielen Gesetzen, oft bei jenen, wo ganz im Sinne der Regierung unsere Freiheiten eingeschränkt werden, nimmt man Corona gerne als Vorwand, um das Gesetz so schnell als möglich durchzupeitschen. Bei anderen Gesetzen, für unsere Bevölkerung sehr wichtigen gesundheitspolitischen Entscheidungen, braucht man Monate, um diese auf den Weg zu bekommen. Seit über 250 Tagen wissen wir nun, dass unsere ältere Generation eine höhere Gefährdung hat als wir Jungen. Nach über 250 Tagen kommt man nun drauf, man könnte ja der älteren Generation, also den über 65-Jährigen, ganze 10 FFP2-Masken mit der Post zukommen lassen. Na gratuliere, Herr Minister, was hat denn da so lange gedauert? Allerdings ist auch wieder dies so ein Wischi-Waschi-Gesetz, das nur wenig durchdacht wurde. Denn die Frau Kollegin von den Grünen hat gerade gesagt, alle Risikogruppen bekommen das. Nein, das bekommen nicht alle Personen, die aus anderen Risikogruppen mit Vorerkrankungen unter 65 bekommen diese Masken ebenso wenig wie Personen und unsere Mitmenschen, die eine Behinderung haben. Auch diese Menschen werden diese Masken nicht bekommen. Diese Menschen wurden von dieser kalten Regierung wieder einmal ignoriert. Ein Dreivierteljahr benötigt man, um Masken für unsere ältere Generation auf den Weg zu bekommen. Liebe Kollegen von ÖVP und Grünen, bevor ihr euch wieder selber abfeiert, das ist keine Heldentat dieser Regierung, das ist eine öffentliche Bankrotterklärung dieser Chaosregierung, nicht mehr und auch nicht weniger. Anstatt den völlig nutzlosen Massentests, Herr Minister, die auch unsere Bevölkerung zu Recht ablehnt, wäre es ja viel sinnvoller gewesen und viel sinnvoller, diese Tests vor unseren alten Wohnheimen einzusetzen. Dort würde man sinnvollerweise alle Besucher und Mitarbeiter täglich testen können, um ein wenig mehr Sicherheit für unsere ältere Generation gewährleisten zu können. Doch auf all dies wird verzichtet, klar, denn die große PR-Show stellt man ja nur mit einer groß angelegten Massenteststrategie sicher, nicht jedoch mit kleinen und sinnvollen Maßnahmen, dem PR-Gott in dieser Regierung sei Dank. Also wie bei vielen wichtigen Entscheidungen dieser Regierung ist man halt auch hier wieder einmal viel zu spät. Jedoch bei einer weiteren Änderung des Epidemiegesetzes mit massiven Einschränkungen unserer Freiheitsrechte sowie massiven Einschnitten in die Grundrechte kann es dieser Regierung nie schnell genug gehen. Wollte man doch im Nationalrat in einer Schnellschuss-Nacht- und Nebelaktion ohne Begutachtung die Polizei in die privaten Wohnungen schicken, um die Corona-Regeln zu kontrollieren. Das muss man sich einmal vorstellen. Hier wollte uns diese Regierung à la DDR die Polizei unter den Christbaum stellen. Wenn die Opposition nicht so laut aufgeschrien hätte, dann würden alle Österreicher zu Weihnachten wohl eine schöne Bescherung erlebt haben. Ein Skandal, wie man hier einen beispiellosen Schnüffelstaat à la DDR einrichten wollte. Völlig, völlig unverhältnismäßig. Mit welchen Argumenten, liebe Kollegen von den Grünen und der ÖVP, wollte man denn diesen Wahnsinn beschließen und begründen? Wir haben es ja auch die letzten 9 Monate ohne Polizei in unseren Wohnzimmern geschafft. Wir entwickeln uns geradewegs hin zu einem Polizeistaat. Bespitzelungen, Vernaderungen, Überwachung und Denunziantentum
und vieles mehr. Herr Kollege von der ÖVP, Ihnen werde ich jetzt den Überwachungsstaat erklären. Der wird wie folgt erklärt. Hier werden die Vielzahl der aus der Überwachung über die einzelnen Bürger gewonnenen spezifischen Informationen dazu genützt, um unerwünschtes Verhalten dieser Bürger sehr zu erschweren oder möglichst im Vorhinein zu unterbinden. Mittel hierfür sind unter anderem Einreiseverbote, präventive Platzverweise haben wir und Strafandrohungen. Das macht ja der Herr Minister Flex, Innenminister, sehr gerne, um die gezielte Überwachung verschiedenster Bevölkerungsgruppen zur angeblichen Gefahrenabwehr sicherzustellen. Liebe Kollegen von der ÖVP und den Grünen, ich glaube, das kommt euch sehr bekannt vor. Wir leben nicht fast in einem Überwachungsstaat, wir leben schon mittendrin. Jetzt wurde versucht, von den Grünen diese Bespitzelung in den Wohnungen ein wenig als Fehler im Abänderungsantrag herunterzuspielen. Liebe Grüne, das war kein Fehler. Wer keine Bespitzelung will, schreibt dies auch nicht in einen Antrag. Und dann, aber es gibt ja auch lustige Facetten, dann lese ich im Kurier in großen Lettern als Überschrift Polizei in Wohnungen. ÖVP pfeift die Grünen zurück. Liebe Grüne, ihr wisst, ich bin kein Freund von euch, werde es auch nie werden. Aber eine Frage habe ich an euch. Wie lange wollt ihr euch denn diese ständigen, Herr Minister, Demütigungen von der ÖVP noch gefallen lassen? Ihr müsst ja wirklich komplett schmerzbefreit durch dieses Parlament irren, denn ansonsten ist ja euer Selbstzerstörungstrieb gar nicht mehr zu erklären. Ihr von der ÖVP und den Grünen wollt eine ständige und lückenlose Überwachung. Ja, die Überwachung in den Wohnungen wurde euch durchkreuzt. Was allerdings bleibt, ist, dass die Polizei in Betriebe und Firmenräumlichkeiten ohne konkreten Verdacht auf Rechtsverstöße kann, um dort in Corona-relevante Unterlagen Einsicht zu nehmen. Unglaublich. Somit kann ja in jede betriebsinterne Unterlage geschaut werden. Wer sagt mir denn, dass der ein oder andere Ordner nicht Corona-relevant ist? Das kann ich ja erst nach der Sichtung des jeweiligen Ordners wissen. Weiters soll ja dann noch, und das ist ja der Oberwahnsinn, ab Jänner die komplette Registrierungspflicht außerhalb meiner eigenen Wohnung kommen. Jetzt brauche ich dann, um das runterzubrechen, wahrscheinlich einen Reisepass oder meinen Pass, um mir eine Wurstsemmel kaufen zu können. Ihr seid ja völlig irre, wodurch der VfGH eure Gastro-Registrierungspflicht schon zurückgewiesen hat. Eines könnt ihr euch in eure schwarz-grünen Stasi-Akten schreiben. Wir Freiheitliche werden stets und massiv gegen die Einschränkungen unserer Rechte kämpfen. Und zu euren Massentests und zur angeblichen Corona-Impfstrategie. Für diese Gesetze, die ja jetzt hauptsächlich für die Impfstrategie herhalten müssen. Und ich bin ja froh, dass eure Corona-Jünger immer weniger werden. Man sieht es bei euren Massentests, die wohl eher als Flop in die Geschichte dieser PR-Regierung eingehen werden. Die Bevölkerung wird langsam, aber sicher wach. Und ihr könnt sie nicht länger mit eurer Politik der Angst und der Panik führen und leiten. Und deshalb bringen die Bundesräte Christoph Steiner, Mali Steiner-Wieser und Kolleginnen folgenden Antrag ein. Der Bundesrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die folgende gesetzliche Regelungen umfasst. Ein gesetzliches Verbot von Zwangstestungen in Österreich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und ähnlichen Infektionen. Ein gesetzliches Verbot von Zwangsimpfungen in Österreich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und ähnlichen Infektionen. Eine Novellierung der § 17 Absatz 3 und 4 Epidemiegesetz, die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, Bevölkerungsgruppen oder einzelne Personen gesetzlich verbietet. Eine Novellierung des Impfschadensgesetzes, die alle Schäden durch freiwillige und angeordnete Impfungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und ähnlichen Infektionen umfasst.
Und eines noch zum Abschluss, liebe Kolleginnen und Kollegen von der ÖVP und den Grünen. Hört auf mit eurer Todesangst und mit eurer Panik. Hört auf mit euren Werbeeinschaltungen im ORF und anderen TV-Sendern, wo behauptet wird, wenn ich mich testen lasse, dann kann ich kein Corona bekommen. Völliger Schwachsinn. Oder meinen Arbeitsplatz nicht verlieren. Auch das ist ein völliger Schwachsinn. Hört auf damit, den Leuten im TV zu erklären, nur wenn du dich eine Woche vor Weihnachten testen lässt, kannst du unbesorgt zu deinen Großeltern. Hört auf damit, so einen Schwachsinn und derart dreiste Lügen zu verbreiten. Scharfe Regierungskritik von Christoph Steiner von den Freiheitlichen Tirol. Er kritisiert einerseits, dass beispielsweise Menschen mit Vorerkrankungen keine gratis FFP2-Masken bekommen würden. Betreffend Verbot von Covid-19-Zwangstestungen. Andererseits übt er scharfe Kritik an den Kontrollbefugnissen der Polizei, die, wie bereits erwähnt, den privaten Bereich nun doch nicht kontrollieren dürfen.